Herzlich willkommen zur heurigen Singvogelschulung im Rahmen des Big Farmland Bird Count. Ich darf zu meiner Rechten Herrn Dr. Daniel Hoffmann, ein bekannter Wildbiologe aus Deutschland, begrüßen und Herrn Felix Klemann, Ornithologe aus Deutschland, der auch schon viel Erfahrung mit Vögeln auf unserem Gut hat. Und während der Felix nachher ein bisschen mehr so vogelkundlichen Teil übernimmt, ist mein Teil etwas theoretischer, aber ihr seid Gymnasium, ihr könnt das, glaube ich, auch schon gut mitnehmen. Es ist immer die Frage, wir tun etwas Gutes, so wie Graf Hardegg eben gesagt hat. Er macht wirklich in dem Betrieb, ich kenne den Betrieb ganz viele Jahre lang, wie er das gestaltet, wie viele Vogelarten, wie viele Feldhasen dort sind, wie viele ganz viele andere Arten wir dort finden. Den Ziesel, da haben wir in manchen Ecken, die, also wirklich eine ganz, ganz tolle, hoch biodiverse Landschaft, die wir dort finden können. Jetzt kann man ja sagen, das ist so. Aber wir müssen das, um das anderen Menschen zu vermitteln, auch der Politik zum Teil zu vermitteln, dass die Politiker begreifen, was da passiert und das dann auch nachher umsetzen, dass mehrere das mitmachen können, müssen wir uns ja Messinstrumente überlegen, wie kann ich das auch wissenschaftlich korrekt so feststellen und sagen, ich habe angefangen beim Punkt 0, dann ist ein Jahr weiter, dann bin ich schon bei 0,1, dann bin ich noch ein paar Jahre weiter und dann bin ich von meinem 0 auf der 10. Und das muss uns gelingen, das den Leuten transparent zu erklären und auch so zu erklären, dass sie verstehen, wie diese Daten zusammenkommen und dass diese Daten auch jedes Jahr mit der gleichen Methode zusammenkommen. Ich kann ja nicht in einem Jahr gehen, sage ich, och, ich mache heute mal, dieses Jahr mache ich mal die Zählung und gehe über meinen Feldweg von der Oma bis zum Onkel. Nächstes Jahr habe ich mehr Lust, da mache ich dann noch 3, 4, 5, 6 Feldwege mehr. Und da seht ihr dann, wenn ich 5, 6 Feldwege statt nur einen gehe, um Vögel zum Beispiel zu zählen, dann finde ich natürlich, wo werde ich mehr Vögel finden? An dem Jahr, wo ich 5 oder 6 Wege ablaufe. So, dann kann ich das Jahr von dem einen, wo ich nur einen Weg gelaufen bin, nicht vergleichen mit dem zweiten. Das heißt, das ist für eine Entwicklung oder eine Entwicklung zu beschreiben, nicht brauchbar. Ich muss mir also vorher überlegen, wenn ich das über viele Jahre hinweg mit dieser gleichen Methode mache, laufe jedes Jahr meine 5 Feldwege ab und zähle auf diesen 5 Feldwegen die Vögel oder die Hasen oder was auch immer. Und dann kann ich diese Daten über die Jahre miteinander vergleichen und kann dann zu der Aussage kommen, diese Maßnahmen, die Graf Hardegg auf seinem Betrieb zum Beispiel unternommen hat oder auch viele andere in ihren Unternehmen in der Fläche, ob es forstwirtschaftlich, landwirtschaftlich, Fischerei, kann man auch ganz viel machen, dann kann ich zeigen, okay, die Maßnahme habe ich gesetzt, das war der Effekt dazu. Und da will ich euch ein paar Methoden hier erläutern oder mal aufzeigen, was es da so alles gibt. Und stelle dazu ein paar Untersuchungsmethoden vor. Wenn wir uns mit Vögeln beschäftigen, ist eine erste oder die Hauptgrundlage, die der Felix Klemann auch ganz viel in der Praxis macht, in der wissenschaftlichen Praxis, nennt sich Revierkartierung. Das heißt, ich stelle fest über Gesang und über Beobachtung, wo brüten wie viele Vögel von welcher Art in einem Raum X. Und das zweite wäre dann die Jagdstrecke. Wir haben ja auch die Möglichkeit über die Tiere, die über die Jagd zur Strecke kommen, also erlegt werden. Das wird ja auch jedes Jahr gemacht, wird jedes Jahr aufgeschrieben. Könnte ich dann ja auch nutzen, um über die Jahre hinweg zum Beispiel zu dokumentieren, sind es mehr Rehe geworden oder sind es weniger Rehe geworden oder Hasen geworden. Und das ist ein Mechanismus oder ein Weg. Da gibt es in Deutschland ein interessantes System, das nennt sich Wildtierinformationssystem der Länder Deutschlands. Das ist leider noch nicht in Österreich übergesprungen, aber vielleicht schaffen wir das auch irgendwann mal. Da werden zum Beispiel Feldhasen in 650 Revieren in ganz Deutschland mit Scheinwerfern gezählt. Jedes Jahr. Die zählen die Hasen und immer auf dem gleichen Weg und mit dem gleichen Scheinwerfer und das machen 650 verschiedene Menschen. Und dann habe ich das wird schon seit dem Jahr 2000 gemacht, so lange mache ich das nämlich auch schon, dann mit. Dann kann ich über die 20 Jahre sagen, sind es denn wirklich auf der Fläche mehr Hasen geworden oder sind es vielleicht weniger geworden oder in ganz vielen sind es dann auch tatsächlich weniger geworden, weil bestimmte Dinge nicht mehr gemacht werden oder nicht gemacht werden.
Dann so etwas Ähnliches wie unseren Big Farmland Bird Count, also den wir jetzt besprechen, ist die Stunde der Gartenvögel. Das gibt es auch vom BirdLife hier in Österreich, die diese Stunde machen. In Deutschland ist es der Naturschutzbund Deutschland, der diese Stunde der Gartenvögel macht. Die BirdLife zählt auch diese Wintervögel. Das ist jetzt vor kurzem ja gewesen. Ich glaube, ihr habt das auch hier mitgemacht zum Teil. Und einfach nur so einen kleinen Input geben, was kann man machen. So, eine Revierkartierung, das ist also der große Standardrahmen, den man umsetzt. Ich klicke das jetzt so ein bisschen schneller durch. Aber wie fange ich an? Ich fange an und wähle meine Wege aus. Am Anfang von diesen Tätigkeiten, die ich mache, und ob ich es in einem Jahr mache, um es nachher zu dokumentieren, oder ob ich es als sogenanntes Monitoring mache, den Begriff kennt ihr vielleicht auch schon. Monitoring, Wildtiermonitoring, ist eine Sache, wo ich über Jahre hinweg eben die Entwicklung von Wildtierpopulationen dokumentiere. Das nennt man, ist ein Monitoring. Monitor kennt ihr, beobachten oder sich etwas anschauen. Und bis hier waren wir so ein Beispiel, das war so eine große Sandgrube, da war der Uhu auch drin, da waren in den Randbereichen aber auch Waldoeulen drin und viele andere interessante Vogelarten. Und dann habe ich mir am Anfang des Jahres einen Weg vor oder ausgesucht und festgelegt, und den bin ich dann morgens sofort nach Sonnenaufgang insgesamt 5, 6, 7 Mal, je nachdem, nach Fragen, Hintergrund, immer im Wochenabstand, mindestens eine Woche bis 10 Tage Abstand dazwischen, dann abgelaufen und habe gehört, welche Vögel wo sitzen, oder beobachtet, welcher Vogel wo sitzt, das in eine Karte eingetragen und nachher diese Karten zusammengefügt. Hier mal eine große Kartierung, die wir in Norddeutschland gemacht haben, ist schon ein paar Jahre her, aber sie ist so schön dokumentiert, dass ich es immer wieder ganz gerne zeige. Da geht es um die Wiesenbrüter, da sind so schöne Arten wie Kiebitze dabei, da sind die Uferschnepfen dabei, da sind Austernfischer dabei, den kennt ihr vielleicht, weil er so ein schöner schwarz-weißer Vogel ist mit dem roten Schnabel. Und dann haben wir die aufgeschrieben und hatten dann uns überlegt, die Flächen haben so ein bisschen variiert, aber die Flächen, die über mehrere Jahre untersucht worden sind, das waren immer die gleichen. Und hier im Foto den Kiebitz mal dazu und hier die Austernfischer dazu, hier den Rotschenkel im Foto, dann hier die Uferschnepfe. Das waren so die Fokusarten in diesem speziellen Untersuchungsgebiet, und dann haben wir das kartiert. Und jetzt von der Kartierung her, also wie heute macht man das nicht mehr auf dem Papier. Früher oder vor einigen Jahren ist man immer noch rausgegangen, hat sich vorher ein Papier ausgedruckt, wo die Karte drauf abgebildet war, und hat dann eingetragen, Kohlmeise, Blaumeise, Goldammer, Grauammer, was auch immer, Uferschnepfe, und hat dort an den Punkt einen Punkt gesetzt. Diese Karte mit nach Hause genommen, das hat man dann 10-mal gemacht, und dann hat man anschließend diese Karten übereinander gelegt. Und immer wenn ich an der gleichen Stelle einen Vogel zu bestimmten Zeiten mindestens 2-mal hintereinander kartiert habe, hatte ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Vogel auch dort brütet. Dann habe ich das als Revierpaar oder Brutpaar, vereinfacht jetzt einfach mal Brutpaar, dann dokumentiert. Das ist also sehr aufwendig, ne? Das kostet einfach richtig viel Zeit, und das ist so die Profi-Methode, wo ich dann auch noch aus einem Katalog von 16 verschiedenen Kriterien aufschreiben, dazuschreiben kann, was habe ich beobachtet. Trägt ein Vogel in der frühen Periode, trägt der Nestmaterial irgendwo hin, ist ja natürlich ein guter Hinweis dann, dass der dort brütet. Sehe ich nachher vielleicht sogar wirklich das Nest mit Eiern drin, sehe ich Jungvögel da drin. So, das alles kann man dann da mit rein dokumentieren, und dann hat man sehr präzise Informationen. Und wenn ich das dann richtig analysiere mit meinem biologischen Verständnis, das ihr jetzt alle bekommt, dann kann ich sagen, okay, wenn ich den Kiebitz schützen muss, dann braucht er offensichtlich eine Fläche, die so ähnlich aussieht wie diese dort. Weil das findet er gut, dort brütet, da geht er hin. Und so muss ich mir dieses Bild für alle viele, viele verschiedene Vogelarten, Säugetierarten, Insektenarten und so weiter überlegen oder anschauen und sagen, das sind die Grundvoraussetzungen im Ökosystem, die ich schaffen muss, dass diese Arten sich dort wieder ansiedeln können oder eben dort auch bleiben. Wir könnten dort jetzt vielleicht mit einer anderen Methode Landwirtschaft betreiben, und dann wären die Kiebitze in ein paar Jahren weg.
Da muss man sich über die Konsequenzen des Handelns, muss sich der Mensch einfach immer sehr bewusst bleiben. Und das ist dann so eine Art Monitoring. Dann haben wir über die verschiedenen Jahre, über diese 3 Jahre jetzt erstmal nur, immer wieder die gleichen Kartierungen gemacht und dann festgestellt, okay, wir haben hier eine stabile Population, zumindest mal über den Zeitraum von 3 Jahren. Das haben wir über alle Arten dann oder für die 4 Arten hier mal die prominentesten Arten dann durchgeführt. Man sieht auch unterschiedliche Brutpaardichten. Austernfischer, etwa ein Brutpaar auf 10 Hektar, ist vielleicht noch ein bisschen schwer vorstellbar, aber ein Sportplatz ist in der Regel 100 Meter lang. Und wenn wir dann den noch 100 Meter breit machen, haben wir 1 Hektar. Und auf 10 Hektar, jede 10 Hektar hat hier in der Fläche ein Austernfischer gebrütet, etwas mehr als ein Kiebitz auf 10 Hektar. Und Rotschenkel und Uferschnepfe sind entsprechend seltener, sind aber auch generell heutzutage jedenfalls in den meisten Biotopen seltener. Das Wildtierinformationssystem, was ich eben erzählt habe, mit einmal mit diesen Zählungen, aber auch mit den Jagdstrecken. Und da können wir uns hier mal anschauen, wie sieht es denn für den Hasen aus? Wie viele Hasen werden heute in Deutschland geschossen? Das sind die Daten von 1999 bis 2020. Wenn wir zwischendrin sind, über 400.000 Hasen in Deutschland erlegt worden. Das war im Prinzip kein Problem, weil im nächsten Jahr sind die wieder nachgewachsen. Also dieser Nachhaltigkeitsgedanke spielt in der Jagd auch immer eine wesentliche Rolle. Aber dann kommt dieser fast schon dramatische Einbruch, ne, wo ihr seht, wonach 2007, 2008 im Besonderen die Jagdstrecke nach unten gegangen ist. Das heißt, die Jäger haben entweder gesehen, okay, wir haben fast keine Hasen mehr, wir jagen nicht mehr drauf, oder sie haben gejagt und haben aber nicht mehr 10 Hasen auf einer Fläche geschossen, sondern nur noch einen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann hören wir jetzt auch ganz auf damit. Ne? Das ist ja dann die Konsequenz. Und was ist hier passiert, da wissen wir es sogar so ein kleines bisschen. Wir haben in Deutschland, im Gegensatz, ist hier in Österreich nicht ganz so verbreitet, aber von einem aufs andere Jahr unglaublich viele Flächen in Mais umgewandelt, um Biogas zu produzieren. Also eigentlich eine Sache, wo man gesagt hat, wir machen Biogas, weil wir CO2 einsparen möchten, haben dafür aber 2,5 Millionen Hektar Ackerfläche umgewandelt in Mais. Und das in ganz, ganz kurzer Zeit. Und die Umwelt reagiert, die Tiere reagieren natürlich, wenn wir so massiv, das sind 10% fast der gesamten Ackerflächen, die wir zur Verfügung haben, wenn die umgestaltet werden und keine Stilllegungsfläche mehr da ist, keine Brache mehr da ist, kein Wildacker oder Randstreifen wie bei Graf Hardegg mehr da ist, dann hat das Konsequenzen. Wir müssen uns also immer auch, wenn wir als Menschen jetzt sagen, wir haben eine tolle Idee, die machen wir, müssen wir aber immer überlegen oder sollten zumindest überlegen, was passiert denn dann mit den anderen, die dahinter und vielleicht stehen oder deswegen nur da sind, weil das vorher so war. Und dann machen wir das kaputt, ich sage es mal ein bisschen plakativ, und dann fällt das natürlich hinten runter. Und da fällt zeitlich leider Gottes auch sehr viel zusammen. Das hier sind so die Flächen. Hier diese Scheinwerfertaxation, das kann man heute noch ganz interessant machen. Weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt heute Geräte, mit denen kann man Wärmestrahlung anschauen. Das sind sogenannte Thermalgeräte oder Wärmebildkameras, gibt es relativ günstig mittlerweile. Da kann man nachts, muss man nicht mehr mit dem Scheinwerfer, so wie hier die Kollegen aus Hannover, über die Felder fahren und die Hasen damit zählen, sondern man kann mit diesen Wärmebildkameras den Hasen als Wärmereflexion auf dieser Kamera erkennen und dann kann man Hase, 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 Hase. Mache ich übrigens auch hier in Österreich in manchen Ecken, ist auf jeden Fall ganz interessant. Dann nachts, man sieht halt alle Tiere, welche Tiere strahlen auf jeden Fall Wärme ab, wisst ihr? Klar, aber jetzt von der zoologischen, also Reh ist absolut richtig, klar, vom zoologischen Überbegriff sind die Säugetiere und die Vögel. Genau, das sind nämlich die beiden Gruppen, zoologischen Gruppen, die ja selbst ihre Temperatur gleichmäßig halten können. Bei den Reptilien, ne, die geht im Winter, geht oder bei den Fischen geht im Winter die Temperatur runter. Die sind wechselwarm, aber Säugetiere und Vögel sind gleich warm und die sind nachts natürlich genauso warm wie tagsüber, nur nachts ist es drumherum kälter. Und diesen Unterschied von der Temperatur nachts zu Tag, den
kann man dann mit dieser Wärmebildkamera sehen und dann hat man einen wunderbaren weißen Fleck und kann, die sind so gut mittlerweile, die Kameras, dass man auf 100 Meter sogar sagen kann, es ist ein Hase oder es ist eine Katze oder es ist ein Marder und so weiter. Ist also eine sehr schöne Methode. Und das ist das so ein Ergebnis mal aus Deutschland. Hier seht ihr diese 600 Punkte. Natürlich ist es nicht perfekt verteilt, das ist so. Aber wieder diese Menschen, die dort zählen, über Jahre und jetzt mittlerweile fast zwei Jahrzehnte, fahren jedes Jahr genau mit der auf der gleichen Strecke, die gleiche Fläche, mit der gleichen Kamera, der heute Thermalkamera, dann ab und schreiben auf, wie viele Hasen sie da sehen. Und deswegen können wir das dann über die Jahre vergleichen. Es gibt das, die Methode gibt es für die Rebhühner, das ist ein bisschen anders. Da gucken wir im Frühjahr, wo die Rebhuhnpaare sind. Ganz interessant, die kann man nämlich auch nochmal überlisten. Die Hähne oder die Rebhühner sind als ein Jahr als Paar zusammen. Immer. Also Männchen und Pärchen, die besetzen ihr Territorium. Und wenn ich den Hahn imitiere, mit einer, zum Beispiel übers Handy oder mit einer Box, und mache den Ruf des Hahnes, imitiere ich, indem ich den abspiele, dann kommen manchmal die Rebhähne wirklich auf die Box geflogen und denken, hier ist ein Konkurrent und sind dann aggressiv und wollen den aus seinem Territorium vertreiben. Auch ganz, ganz schön, funktioniert allerdings nur dort, wo wir auch wirklich noch relativ gut Rebhühner haben, wobei diese Art unglaublich selten geworden ist und von daher auch sehr, sehr schutzbedürftig geworden ist in den letzten Jahren. Aber das kann man alles machen. Das ist jetzt so eine Arbeit, dieses Wildtierinformationssystem der Länder Deutschlands wird ausschließlich von Jägern gemacht. Da geht es nicht mit der Kanone raus, sondern da geht es wirklich nur mit dem Bleistift und mit dem Zettel oder heute mit dem Handy und mit der Wärmebildkamera, um Zählung zu machen, dass wir einfach wissen, was draußen los ist. Das gleiche Muster ist eigentlich auch hier, BirdLife oder NABU, diese Stunde der Gartenvögel, die findet hier in dem Fall dann auch immer einmal im Jahr in einem eng umgrenzten Zeitraum statt. Im Gegensatz zu dem, was ihr jetzt macht, ihr seid also, werdet die Profis sozusagen, wird hier bei den Gartenvögeln oft nur ein relativ, zumindest mal in Deutschland, ein relativ kleines Spektrum an Arten abgefordert. Sind da also nicht so viele und der Zeitraum ist dann auch etwas später. Es ist also keine, in dem Fall nicht die Wintervogelzählung, sondern so eine Frühjahrszählung. Und wir haben uns aber entschieden für diese Feldvogel-Singvogelzählung nach englischem Vorbild, Game and Wildlife Conservation Trust. Die haben es erfunden, nicht die Schweizer, sondern die Engländer in dem Fall. Kann man sich auch im Internet sehr schön angucken. Ihr könnt alle Englisch genug, könnt ihr auch auf der Homepage für 24 Big Farm und Bird Count eingeben, kommt ihr sofort dahin. Kann man sich das sehr schön in englischer Sprache anschauen. Und wie machen wir das? Auch wieder meine Grundfrage, wo mache ich das? Wo fange ich an? Das ist immer die erste Überlegung. Ich suche mir eine Stelle aus in meinem Revier oder im Garten vielleicht oder wo ich eh immer spazieren gehe, wo ich mich ein bisschen gedeckt vielleicht an einem Busch hinstellen kann. Und dann stelle ich mich erstmal auf diesem Flecken eine halbe Stunde ruhig hin. Ein bisschen, die Kleidung soll nicht jetzt ganz bunt und grell sein, sondern schon eher erdfarbengrün, dass die Vögel einen nicht sofort von überall her sehen. Und geht im Prinzip, ich gehe raus an meine Fläche. Es geht jetzt am Samstag los, am 2. Februar bis zum 18. Februar haben wir dieses Jahr die Zählung. Wir sehen hier, das ist noch ein Fehler, da ist die 22er drin. Aber die Methode ist ja die gleiche. Ne? Und suche mir eine Stelle aus, stelle mich da 30 Minuten hin und schreibe dann entweder in dem Erfassungsbogen, den ich mir ausdrucke, oder heutzutage, wir haben jetzt dieses Jahr erstmalig die Handy-Version, das heißt, ihr könntet mit eurem Handy, so, mit Smartphones, gehe ich mal davon aus, dass ihr alle eins habt, rausstellen, ruf mir die App ab und kann dann draußen wirklich direkt die Daten eingeben, welche Vögel ich sehe. Wenn ich fertig bin mit der halben Stunde, drücke ich auf Senden und dann kommen diese Daten direkt zu uns auf die Zentrale und am Ende des Jahres oder am Ende der Zählung haben wir dann schon ganz viele Daten zusammen, die wir dann auswerten können und euch dann auch wieder zur Verfügung stellen können. Das machen wir
bestimmt dann auf internem Wege, könnt ihr das relativ schnell dann zurückbekommen. Such mir die Stelle aus, also Hecken, Waldrand, Wiesen, Graben vielleicht, einen wasserführenden Graben, einen Teich, Fütterung natürlich, der Garten. Das sind alles so schöne, interessante Ecken, die ich mir aussuchen kann, wo ich dann meine halbe Stunde Vogelbeobachtung mache. Am besten nicht zu lange schlafen morgens. Also um die Mittagszeit ist immer so eine Phase, wo die Vögel eher weniger aktiv sind. Morgens in den frühen Stunden ist sehr gut oder in den Abendstunden nachher ist dann auch gut oder wieder besser, wieder mehr Aktivität bei den Vögeln. Wer hat, gerne ein Fernglas mitnehmen. Kleiner Tipp, es gibt auch Apps mittlerweile, die sind auch nicht schlecht, eure Lehrer wissen das, kann man sich runterladen. Die helfen einem dann auch nochmal zusätzlich bei der Vogelbestimmung im Gelände. Ja, Game Conservancy Deutschland, das ist ein Verein, für den ich sehr viel arbeite. Wir machen nicht nur diese Vogelzählung, sondern auch ganz viele andere Zählungen und Kartierungen in Schottland, in Spanien bin ich demnächst, nächste Woche sogar schon wieder, dann hier in Österreich, Norddeutschland, Süddeutschland, wo wir mit vielen verschiedenen Tierarten, sogar bis Nashörner in Mosambik, dann verschiedene Projekte machen und ja, versuchen, den Tieren ein kleines bisschen zu helfen, dass es auch wieder etwas aufwärts geht. Ergebnisse auf der Homepage Game Conservancy Deutschland oder bei Graf Hardegg, Gut Hardegg auf der Homepage gibt es Ergebnisse. Ein paar wenige Ergebnisse hatte ich mal noch eingebaut von der Beteiligung her, aber das ist jetzt gar nicht so relevant, wo wir eigentlich hinwollen. Das ist dann so eine Liste zu haben, welche Vögel kommen am häufigsten vor, welche kommen weniger häufig vor. Das können wir alles schon mit diesen Daten dann anfangen und wir können, weil es schon ein paar Jahre hier ein Bluthänfling übrigens im Foto, hier nochmal diese 25 häufigsten Arten sind natürlich von Region zu Region unterschiedliche Arten. Wenn ich in Norddeutschland gehe, ist plötzlich die Graugans oder auch die Nonnengans, die Ringelgans, die Blässgans, je nachdem wo ich bin, zu Tausenden da. Ne? Wenn der denn einer dort an der richtigen Stelle sieht, da sieht der, das ist wirklich Tatsache, sieht er 2000 oder 3000 Nonnengänse auf einer Wiese sitzen. Das wird natürlich in Österreich an keiner Stelle passieren. Deswegen müssen wir auch in der Überlegung nachher wieder wissen, wo ist das passiert? Wo hat der diejenige diese Kartierung durchgeführt? Und dann können wir es auch über die Jahre uns ein bisschen anschauen. Verschiedene Arten, hier die Elster im Bild. Dann der wunderschöne Stieglitz, den man über Jahre hinweg dann beurteilen kann. Wir haben auch einen tollen Partner, das ist die Zeitschrift Vögel, die auch für diesen Bird Count Werbung machen. Ja, jetzt auch die Firma Bella Flora, die ihr kennt wahrscheinlich hier in Österreich ja ansässig. Das wird langsam mehr und diese Methode, die ist ja sehr einfach, die wir hier anwenden, die gewinnt, je mehr Menschen mitmachen. Wenn wir 100 Leute haben, ist es, naja, geht so. Wenn wir 1000 haben, wird es besser. Wenn wir 10.000 haben, dann wären wir natürlich perfekt. So allmählich wäre es dann richtig gut. Schön, mit dieser wunderbaren Wasseramsel aus Schottland hoffe ich, dass ich euch nicht zu lange aufgehalten habe und freue mich schon auf die tollen Bilder vom Felix Klemann, die er euch jetzt zeigen wird. Danke. Ich mache jetzt weiter mit ja, dem artenkundlichen Teil. Ne? Also mal zum Anfang. Mein Name ist Felix Klemann. Ich wurde ja vorhin schon vorgestellt als Ornithologe und dachte mir, ich erkläre euch vielleicht erstmal kurz, was ein Ornithologe denn überhaupt so alles macht. Ne? Weil das war für mich damals, als ich den Beruf angefangen habe in 2018 auch noch so ein bisschen diffus, ne? Ornithologe, Vogelkundler, macht ihr was anderes als Vögel beobachten oder wie sind da so die Schwerpunkte? Und zusammenfassend kann man sagen, also ich bin Ökologe und mache viel so Beratung, Umweltplanung, Umweltgutachten und bin immer da, wenn ja halt so artenschutzrechtliche Fragen bestehen. Oder ja, eben genau geschaut werden soll,
was für Vogelarten, Pflanzenarten oder Tierarten in gewissen Gebieten vorkommen. Da bin ich auch seit vielen Jahren mit der Game Conservancy und dem Graf Hardegg eben in Kooperation. Und ja, wir machen für das Gut Hardegg seit jetzt einiger Zeit ein sehr speziell zugeschnittenes Monitoring-Konzept, weil die vielen Maßnahmen, die der Graf eben bei sich eben durchführt, jetzt auch über die letzten Jahre, natürlich auch hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft werden sollen. Und wie der Daniel ja auch schon meinte, ist es einfach auch sehr wichtig, wenn man sich eben die Mühe gibt und diese Habitatmaßnahmen macht, ne, Wasserlöcher anlegt, Hecken anlegt, die pflegt, Lärchenfenster in die Felder einfügt, dann auch so ein bisschen zu schauen, bringt es überhaupt was? Ne? Also das dann auch immer wieder neu zu evaluieren. Und wenn die Ergebnisse dann positiv oder eben negativ ausfallen, dann entsprechende Maßnahmen dann auch eben abzuändern. Und das funktioniert im Fall von Gut Hardegg ganz fantastisch. Ne? Wir sind da viele Jahre jetzt schon dran. Und ja, also so über die ornithologischen Hintergründe werde ich euch jetzt ein bisschen was erzählen, ne? Dass auch ihr, wenn ihr jetzt die nächsten Wochen rausgeht, ihr vielleicht auch so ein bisschen Inspiration findet und vielleicht auch die ein oder andere Art, die ich euch jetzt zeige, dann wiedererkennt. Ne? Also euch ist auch bestimmt schon aufgefallen, es wird auch so ein bisschen länger hell draußen, es ist ein bisschen wärmer, die ersten Vögel singen schon. Also der Frühling, der wird jetzt nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und für den Ornithologen ist der Winter immer deutlich kürzer als für die normale Person, sage ich jetzt mal. Genau, mal so zum Anfang. Also ich werde euch einen kurzen Überblick über den Vogelzug geben, ne, weil euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass die Vögel, die wir hier im Sommer sehen, andere Vögel sind, als wie wir hier im Winter haben. Also die Artenzusammensetzung ändert sich übers Jahr. Im Sommer sind deutlich mehr Arten da, im Winter sind andere Arten da. Vielleicht auch noch ganz spannend, im Winter sind auch von denselben Arten andere Individuen da, weil die österreichischen Vögel vielleicht nach Süden migrieren und dann eben aus Nordeuropa dann eben Wintergäste hier ankommen, die zur Brut dann wieder nach oben fliegen. Als nächstes gibt es ein bisschen Artenkunde für euch. Also da werde ich mal so ein paar häufige Arten vorstellen, die ihr hier direkt in der Umgebung, auch in Gartenlandschaften und Agrarlandschaften häufig finden könnt. Und am Ende nochmal ein kleiner Teil zum Thema Vogelfüttern, weil das ja auch von vielen Leuten gemacht wird, auch im Garten, mit so kleinen Tipps und Anmerkungen, wie ihr eure Fütterung auch schöner gestalten könnt und was es da zu beachten gilt. Schutzmaßnahmen, also werde ich auch noch kurz erläutern, also was Vögel denn so überhaupt brauchen an Habitat und wie man die unterstützen kann. Zum Beginn, das Thema Vogelzug ist ein sehr, sehr spannendes, finde ich, ne, weil die Vögel da unglaubliche sportliche Leistungen vollbringen. Es ist auch eine ganz komplexe Sache. Vogelzug ist genetisch oder größtenteils genetisch in die Vögel eingebaut, um das jetzt mal so zu sagen. Ne? Also ihr könnt euch das vorstellen, so der Vogelzug ist... Also stellt euch den Vogel als Spielzeugauto vor, ne, das man so aufziehen kann und dann fahren lässt. Und so in diesem Spielzeugauto ist die Richtung und die Strecke, also die Länge der Strecke und auch die Zeit, zu dem es fahren gelassen wird, ist praktisch eingebaut. Ja, das heißt, es gibt Vögel, die haben im genetischen Programm, dass sie jetzt dann zum Beispiel im September 8000 Kilometer nach Süden fliegen, und es gibt welche auch von derselben Art, die dann so Ende September 5000 Kilometer nach Südwesten fliegen, ne? Und das ist ganz wichtig,
da ja die Vögel auch unterschiedliche Überwinterungsgebiete haben. Und wenn jetzt in einem Überwinterungsgebiet ja die Lebensvoraussetzungen eben schlechter werden, wird nicht die gesamte Population ausradiert, sondern eben nur Teile. Und wenn diese beiden Vögel jetzt sich dann miteinander paaren, gibt es dann intermediäre Zugdistanzen. Also die Kinder von diesen beiden, die fliegen dann, sagen wir mal, ja, 7500 Kilometer nach Südwesten. Also es ist auch eine Riesennummer mit den Zugvögeln. Also global ziehen jährlich 50 Milliarden Stück. Also es ist eine gigantische Zahl, ne, auf verschiedenen Hauptzugrouten, also in Europa, vor allem ja Richtung Afrika und ja auf dem amerikanischen Kontinent, ne, von Nordamerika nach Südamerika, Mexiko oder Mittelamerika. Genau, zwischen Europa und Afrika sind es 5 Milliarden Vögel. Und in Österreich können übers Jahr hinweg 420 Arten nachgewiesen werden. Ja, im Winter sind es dann 450 Arten. Und bei den 420, da sind dann wirklich auch Raritäten dabei. Ihr könnt euch Ornithologie auch so ein bisschen wie Pokémon vorstellen. Ne, ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt. Ich habe es als Kind sehr viel getan und man wird tatsächlich... Also hört sich jetzt komisch an, wenn ich sage, man kann süchtig nach Vögeln werden, aber das ja ist tatsächlich, kommt da der Sammeltrieb hoch. Ne? Also ich weiß noch ganz genau, wo ich angefangen habe mit Ornithologie. Das, ich glaube, der erste Vogel, den ich durch ein gutes Fernglas angeschaut habe, war eine Blaumeise. Und ich war davor natürlich auch schon interessiert, aber war ab dem Moment sehr begeistert. Ja, weil die einfach super schön sind, sie sind super cool. Ne? Wenn man sich auch so ein bisschen evolutionsbiologisch damit auseinandersetzt, sind ja direkte Nachfahren der Dinosaurier. Und wenn man das weiß, dann merkt man das auch. Und dann ist es halt nicht mehr nur irgendein Vogel, sondern ein cooler kleiner Dino, der dann auch noch lustig in der Gegend rumhüpft, ja, cooles Wanderverhalten hat und singt. Also finde ich immer noch sehr faszinierend. Genau, dann zum Zugverhalten. Die Vögel haben verschiedene Zugstrategien. Ich habe ja bereits gesagt, es gibt Unterschiede zwischen ja hier Mittel- und Langstreckenzieher, Kurzstreckenzieher und Standvögeln. Und die Standvögel, das sind die Vögel, die wirklich das ganze Jahr in Österreich bleiben. Und eigentlich keinen Zug haben, außer es gibt jetzt Extremwetterereignisse. Ne? Also wenn hier alles zufriert und ein Meter Schnee liegt, dann ziehen die schon mal ein bisschen weiter, um Nahrung zu suchen, aber eigentlich bleiben die hier. Bei den Kurzstrecken- und Teilziehern, da ziehen Teile der Population und die ziehen auch nicht weit über 2000 Kilometer. Das sind zum Beispiel so nordeuropäische Zugvögel oder welche, die ja nach Frankreich zum Beispiel an die Küste ziehen. Viele Gänsearten sind da dabei. Und die Mittel- und Langstreckenzieher, da wird es dann, wie ich finde, sehr spannend. Das sind dann Trans-Sahara-Zieher. Das sind über 4000 Kilometer. Und das könnt ihr euch wirklich vorstellen. Das sind dann Vögel, die ein paar Gramm wiegen, die dann über mehrere Wochen dann wirklich über die Sahara drüber fliegen, tausende von Kilometern, dabei nichts essen, nichts trinken. Wirklich total, total krass, wie ein kleines Tier so eine Leistung vollbringen kann. Was denkt ihr, wie die an Flüssigkeit kommen über die Zeit? Habt ihr da vielleicht eine Idee? Wenn ich jetzt gesagt habe, die trinken schon mal was, aber auf diesen Langstreckenflügen sind die sehr viel in der Luft. Sammeln sie im Kopf. Das ist bei der Fettverbrennung tatsächlich. Also die haben so ein spezielles Fettverbrennungssystem, bei dem Wasser frei wird, was dazu führt, dass sie dann eben noch weiterziehen können.
Ist auch bei der Vogelberingung, da schaut man auch immer, in was für einem Zustand befindet sich der Vogel. Und ich weiß nicht, ob ihr mal, ja? Das kann sein, es wird ein ähnliches System sein, ja. Gut, sehr gut. Ja. Gut beobachtet, ja. Genau. Genau. Habt ihr schon mal eine Doku gesehen, wo Singvögel beringt wurden? Ne? Also es gibt ja dann immer mal wieder so Naturdokus, ne? Da spannen die Leute dann die Netze auf und klauben die dann raus. Und da sieht man auch manchmal, wie dieser Vogel auf sein Fett gecheckt wird. Ne? Also man hält den Vogel hier zwischen Mittel- und Ringfinger an den Beinen und pustet ihn dann so auf den Bauch, da kommen dann die Federn weg und da sieht man wirklich, also manche sind da total speckig, ne, wenn sie gerade am Anfang vom Zug sind und wenn sie da aus Afrika gerade frisch zurückkommen, die sind völlig abgemagert, ne, also die brauchen dann auch sehr viel Energie, die sie dann eben auch durch die Nahrung im Gebiet dann wieder zurückgewinnen müssen. Genau. Jetzt mal so insgesamt zum Thema Vogelbestimmung. Worauf achtet man, wenn man jetzt einen Vogel sieht? Wie fängt man da an? Ne? Also wenn man jetzt so ein Bestimmungsbuch aufschlägt, ihr habt ja gesehen, 420 Arten. Ja, also es ist dann nicht so, dass man 420 Vögel hat, die immer gleich aussehen, sondern es gibt Männchen, es gibt Weibchen, die Jungvögel sehen anders aus. Dann machen die teilweise so verschiedene Mausern durch. Sprich, ein Vogel sieht übers, also ein und derselbe Vogel sieht übers Jahr verteilt teilweise total unterschiedlich aus. Ne? Nehmt mal die Enten her, ne? So eine Stockente. Da fragen sich manche Leute, wo sind im Winter die ganzen Männchen hin? Ne? Also dann im Winter sind auf einmal, im Sommer. Genau, im Sommer sind dann auf einmal alle braun, ne? die Enten, die balzen im Winter, deshalb sind die Männchen da am schicksten. Und es liegt daran, dass die männlichen Enten dann eben ins Schlichtkleid überwechseln, weil es außerhalb der Paarungszeit ziemlich riskant ist, so bunt und auffällig gemustert zu sein. Also so diese auffällige bunte Musterung bei vor allem den männlichen Vögeln, es hat auch so evolutionsbiologischen Hintergrund, weil der Vogel eben sagt, ey, schau mal, ich kann so cool und fancy aussehen, ohne gefressen zu werden. Ich bin so stark, dass ich dieses extra Investment in bunte Federn, in ein sehr, sehr exponiertes Balzverhalten, dass ich dieses Investment an Energie tätigen kann und trotzdem überlebe. Ne? Im Sommer, wenn es dann von der Balz weggeht, da sind sie dann eher wieder so ein bisschen zurückhaltender. Genau, da schaut man nämlich zuerst jetzt hier bei der Bestimmung, machen wir mal grobe Abschätzung, wie groß ist denn der Vogel überhaupt? Ja, also so einer der kleinsten Vögel oder mit der kleinste Vogel, den wir in Europa haben, das ist Wintergoldhähnchen. Das wiegt 4 Gramm, ist also ein ganz winziger Vogel, auch ein Mittelstreckenzieher bis Langstreckenzieher. Und geht dann hoch bis zur Großtrappe, die sind dann Riesenviecher, wiegen einige Kilo. In Brandenburg gibt es da noch eine Kolonie, die oder eine Population, die so noch händeringend aufrechterhalten wird, aber die auch ganz große Probleme mit Prädation zum Beispiel haben. Haben übrigens einen sehr lustigen Balzruf. Ich mache ihn mal vor. Ja, also die Großtrappenbalz, das hört sich so ein bisschen an wie 14, ist ganz lustig. Nur um also dieses Größenspektrum so ein bisschen abzudecken. Dann Gefiedermerkmale. Was für Gefiedermerkmale hat der Vogel? Also ist er jetzt bunt? Hat er wie der Stieglitz einen roten Fleck auf dem Kopf? Hat er irgendwelche auffälligen Flügelbänder? Es gibt auch einen Vogel, dessen zentrales Merkmal ist Merkmalslosigkeit. Also steht auch im Bestimmungsbuch auffällig merkmalslos, also die Gartengrasmücke. Das ist einfach so ein kleiner graugrüner Vogel, da ist
nicht viel mehr dran, singt aber sehr, sehr, sehr schön. Dann Körpermerkmale, wie sieht der Schnabel aus, wie sehen die Beine aus, wie sind die gefärbt. Zu den Schnäbeln, also der Schnabel, der sagt auch ganz viel über die Ernährungsweise der Vögel. Ne? Also die Finkenvögel haben so kleine, dicke, spitze Schnäbel, um Sämereien aufzuknacken. Jetzt beispielsweise Laubsänger oder Grasmücken, die haben so diese längeren, dünnen Schnäbel, um Insekten zu fangen. Das sind dann auch meistens die, die ziehen. Ne? Also die insektenfressenden Arten, die sind hier zum Brüten und ziehen dann wieder nach Afrika oder eben in wärmere Gefilde, um zu überwintern, weil dort ganzjährig Insekten verfügbar sind. So diese Nahrungsquelle bricht für die in, hier in Mitteleuropa im Winter eben ein. Und genau, dann Lautäußerungen, ganz wichtig. Wie ruft ein Vogel, wie singt ein Vogel? Wenn ich jetzt Vögel kartieren gehe, das funktioniert dann so zu 80% akustisch. Ne? Also ich gucke gar nicht viel, ich höre nur, weil das deutlich einfacher ist. Ne? Also wenn man da jetzt ins Gebüsch schaut, die da zu entdecken im Sommer, wenn da ist ganz viel Laub und ne? Also das ist dann sehr schwer. Aber da sie zum Glück sehr laut singen und auch alle unterschiedlich singen, kann man damit dann auch gut arbeiten. Das ist aber so das, was am meisten Erfahrung erfordert. Ja, Habitat ist dann auch noch ganz gut, ne, wenn man schaut, wo befinde ich mich überhaupt? Also bin ich in einem Feuchtgebiet, bin ich in einem Wald oder bin ich jetzt auf offener Feldflur? Genau, und wie bereits gesagt, die Jahreszeit. Genau, hier sind mal ein paar Wintervögel, die ich euch so ein bisschen näher bringen will. Also so eine kleine Liste habe ich zusammengestellt, wo ich kurz auf die Merkmale eingehe und dann, weil es mir sehr am Herzen liegt, auch mal die Vogellaute anzusprechen, spiele ich euch die auch nochmal ab, dass ihr auch hört, wie hört sich welcher Vogel an. Weil mit den Vogelgesängen, das ist total spannend. Die hört man ja, sobald man seinen ersten Sommer erlebt, hört man die sein Leben lang die ganze Zeit, jeden Sommer. Wenn man ist, oder jedes Frühjahr bis Sommer. Und man ist draußen, die Kohlmeisen singen die ganze Zeit, die Amseln singen die ganze Zeit, aber man weiß es einfach nicht. Ne? Das, also für jemanden, der sich nicht mit Vögeln beschäftigt, sind es einfach Geräusche, also wie ein Auto, das vorbeifährt oder Blätter, die rauschen. Aber sobald man da so ein bisschen drin ist, es ist wie wenn man sich sehr mit Musik beschäftigt und dann die einzelnen Instrumente aus einem Orchester eben heraushören und identifizieren kann, wird es total spannend, weil man sich dann denkt, ah ja, da hinten ist jetzt die Amsel und da ist die Kohlmeise und dann ist da plötzlich was, was man noch nicht gehört hat und da wird es dann spannend, weil das dann meistens irgendwie coolere oder seltenere Arten sind oder ist dann auch jetzt auch Jahreszeiten abhängig. Man hat da wieder viele erste Male. Ja, also dieses Jahr habe ich, glaube vorletzte Woche habe ich meine erste Amsel singen gehört nachts und das war für mich so, ja cool, der Winter ist nicht mehr so lang. Also ich finde Winter auch schön. Ich gehe auch gerne mal Skifahren, aber freue mich auch schon sehr auf das Frühjahr und den Sommer. Und das macht dann sehr gute Laune. Genau, hier der erste Kandidat. Weiß jemand, was es ist? Ach ja, hier. Ha? Ja, genau, das ist eine Kohlmeise. Sehr schön, ich guck mal. Ah, perfekt. Na, vielleicht für euch nochmal, ich packe hier zum Gesang, den ihr jetzt hört, packe ich auch immer nochmal ein Sonagramm dazu. Weil wenn man es nicht gewohnt ist, sich auf Geräusche einzuschießen. Also so, wir lernen ja ständig Dinge, die wir sehen oder die wir lesen oder die wir, also so, ne, die wir optisch wahrnehmen. Aber sich Dinge zu merken, die wir nur hören, das ist schwer. Und mir hat es total geholfen, mir diese Sonagramme anzugucken. Hier, weil man, wenn man sich die öfter anschaut, dann auch so wie so ein optisches Backup dann auch in den Kopf reinholt.
Und ja, die Kohlmeise, die singt eben Frühling, 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 also eine der ersten und häufigsten Arten, die ihr eben auch hören könnt. So, Männchen, Weibchen sehen relativ gleich aus. Also es gibt Unterschiede, aber das ist relativ schwer zu sehen. Also die Männchen haben, soweit ich weiß, also ein bisschen dickeren schwarzen Streif zwischen den Beinen, ein bisschen kontrastreicheres Gefieder, aber jetzt keinen so großen Unterschied wie bei beispielsweise Finkenvögeln. Also hier mit dieser grünlichen Oberseite und diesem weißen Wangenfenster. So, ein paar Merkmale, genau. Hier der kleine Bruder der Kohlmeise. Genau, das ist die Blaumeise. Übrigens einer der wenigen, ja, also so, ich sag mal, Blaufärbung ist bei mitteleuropäischen Vögeln ziemlich selten. Ja, haben sonst noch irgendwie Blauracke, die super selten ist, oder Eisvogel, ne, die sind auch noch dominant blau. Und deshalb finde ich die Kohlmeise gerade cool, weil es wirklich eine der ganz häufigen Vogelarten ist, die aber diese seltene Färbung eben hat. Blaumeise. Genau, die Blaumeise. Und ne, wenn ihr euch mal den Gesang anhört, ne, ihr hört diese zwei hohen Piepser und dann so eine abfallende Kaskade. Und sieht man auf dem Sonagramm auch wieder, ne, zweimal hoch und dann dieser abfallende Triller. Genau, hier auch wieder ja, diese grünliche Unterseite, blau, auch mit diesem schwarzen Augenstreif auf hellem Grund. Sehr, sehr schöner Vogel, wie ich finde. So, was haben wir hier? Gibt da so zwei Geschwisterchen, die mäßig, also die, ja? Genau, ein Haussperling. Bravo. Sehr gut. Den Bruder, den schauen wir uns gleich danach an. Den kleinen, Der hier Spatz, wie er Haussperling, genannt wird, der Spatz. genau, der Spatz, mit seinem bekannten Chilpen. Also jeder, der im Sommer mal in einem Café gesessen ist, der kennt das Geräusch. Ja, brütet gern in so Hausfassaden, hat durch neue Architektur, also durch so den Verschluss von Gebäuden und so durch diese Abnahme an städtischen Höhlen und Spalten hat er tatsächlich auch Bestandsprobleme bekommen. Vögel brauchen ja immer ein Bruthabitat und dann Nahrung, Deckung, Schutz, ne, da kommen wir später nochmal dazu. Und es gibt auch städtische Arten, die früher sehr häufig waren, die leider stark im Rückgang begriffen sind. Ne? Also hier die Männchen und die Weibchen sehen ein bisschen unterschiedlich aus. Also das Männchen hat halt hier so einen braunen Nacken und diesen grauen Scheitel mit der schwarzen Kehle. Und das Weibchen, ja, so einfach braun, unauffällig gestrichelt. Also ne, ist ein sehr, sehr unauffälliger, aber doch auch schöner Vogel. Also ich finde, Vögel müssen auch nicht so die flashiesten sein, damit also ich finde gerade die eher unauffälligen und braun gefärbten oft sehr, sehr cool, weil wenn man sie sich näher anschaut, dann sind sie total schön. Ne? Also mein Lieblingsvogel ist zum Beispiel die Ringelgans. Weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Das sind so kleine schwarze Gänse, Meeresgänse, die brüten in Nordrussland und haben so einen hellen Wangenstreif, weißen Bauch. Eigentlich gar nicht so fancy gefärbt, aber total cooles Sozialverhalten und ja, die sind auch so ein bisschen tollpatschig, das mag ich. Ja. Genau, hier der zweite Sperling, den wir haben. Ja. Genau, der Feldsperling. Auch ein ähnliches Chilpen. Aber so ein bisschen metallischer, ne? Also ein bisschen, ja, also es hört sich einfach anders an. Ja. Da kommt man dann rein, muss man sich öfter anhören. Ne? Ich habe auch Kollegen, die sich sehr stark mit den Zugrufen von irgendwelchen russischen Spezialvogelarten dann auseinandersetzen. Also gibt da so verschiedene Level in der Ornithologie. Ich bin so, sagen wir mal,
gehobener Mittelstand. Also kenne ich schon ganz gut aus, aber jetzt so die Ultraseltenheiten am Flugruf bestimmen. Also da gibt es dann wirklich Menschen, die richten ihr Leben und ihre gesamte Freizeit danach aus. Ne? Die machen das beruflich und fahren dann in Urlaub, um weiter Vögel zu beobachten. Da gibt es ganz spannende Persönlichkeiten. Und meine Erfahrung ist, je besser der Ornithologe, desto kauziger. Also auf einem gewissen Level in der Artenkunde kommt dann auch so, ja, so, man merkt, dass die Menschen sich dann sehr viel mit Tieren und Pflanzen beschäftigen. Genau, hier sind Männchen und Weibchen sehr ähnlich gefärbt. Ihr seht hier dieser kastanienbraune Oberkopf und Nacken. Also ich merke es mir immer wie so ein Helm. Ich finde, er sieht aus, als hätte er so ein kleines Helmchen, auch so ein braunes. Und ganz auffällig dieser schwarze Fleck auf weißem Grund im Gesicht. Ein total schöner kleiner Vogel. Übrigens ein Höhlenbrüter. Ne? Also deshalb hat er in der Feldlandschaft auch so ein bisschen Probleme gekriegt im Rahmen der Flurbereinigung, weil diese Höhlen und Spalten, die er zur Brut braucht, halt ja weniger geworden sind. Ne? Also da sind vor allem auch so große Habitatbäume sehr wichtig, wovon wir beispielsweise im Gut Hardegg wirklich eine ganz große Anzahl haben. So, hier ein Klassiker. Genau, die Amsel. Weißt du, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist? Ich hatte hier vorne gemeint. Ja. Ja, genau, sehr gut. Ist eine männliche Amsel mit einem, der, wie ich finde, oder finde ich somit der schönste Gesang, den wir bei den mitteleuropäischen Singvogelarten haben. Sehr melodisch, trällernd, die erkennt man ganz gut, die rollt das R, ne? Kann ich nicht, die Amsel schon. Hört ihr es? Und ich finde so dieser Amselgesang, der vermittelt dieses späte Frühjahr, weil die auch nachts singt, ne? Das ist auch was Besonderes an der Amsel, machen Rotkehlchen übrigens auch gerne. Und ihr kennt es bestimmt, wenn ihr so mal spät abends von einer Party nach Hause lauft, ne? So die erste laue Sommernacht, es ist warm, man kann mal irgendwie seinen Pullover auslassen und dann singt so die Amsel, das ist für mich so ein Zeichen, okay, jetzt wird Sommer. Also wirklich ein ganz toller Gesang. Relativ ähnlich dem Rotkehlchen, aber den Unterschied, den zeige ich euch gleich. Genau, hier haben wir das Männchen, ne, also hier mit schwarzem Gefieder, gelber Schnabel. Ganz einfach zu erkennen. Weibchen auch wieder unauffällig braun. Wenn die Jungvögel da sind, die sehen dann eher aus wie das Weibchen, aber haben noch so helle Gefiederspitzen. Also das die Zeit, wo die Jungvögel im Frühsommer dann dabei sind, das ist als Ornithologe, wird es dann besonders schwierig, weil die rufen anders, die sehen anders, aber doch ähnlich aus, meistens wie so komische Mischungen aus Männchen, Weibchen. Also hat man jedes Jahr wieder diese Momente, wo man sich denkt, hä, was ist denn das? Dann nochmal überlegen muss, vielleicht sitzt da ein Elternvogel nebendran. Und da wird man dann auch schnell wieder schlauer. Ja, hier mal von den Drosseln zu den Finken. Ja, also hier, weiß einer? Ja, da ist es. Ja, sehr gut. Ja, kennt sich aus, ja. Da geht schon was, ich merke. Perfekt. Genau, das ist ein Grünfink. Hat ganz spannenden Gesang. So dieses Getriller und hört ihr dieses Tschiu, das ist hier, das ist dieses Diffuse, was hier auf dem Sonagramm drauf ist. Also finde ich jetzt nicht so schön wie die Amsel, aber kann man auf jeden Fall sehr gut erkennen. Ja, hier ist das Männchen eben mit diesem olivgrünen Federkleid, der hat auch, wenn er fliegt, so eine sehr schöne
gelbe Bänder im Flügel oder grün-gelbe Bänder. Und hier ist eben ja, das Weibchen ein bisschen gräulich, aber trotzdem noch hier diese grünen Streifen. Ja, hier nochmal, was denkt ihr, ist es ein Fink? Ist es ja? Mhm. Ja, genau, ein Buchfink. Das ist somit die häufigste Brutvogelart in Deutschland und ich vermute auch mal in Österreich. Und was denkt ihr, was ein Vogel haben muss, um so der häufigste mit zu sein? Also was ist da ganz wichtig, um ja, in so großer Zahl vorkommen zu können? Ja? Ja, ich muss so auffallen, soll ich gefressen werden? Ja, also, ja, das ist es tatsächlich nicht. Ja. Vielleicht auch ein bisschen anpassungsfähig. So. Genau, keine hohen Ansprüche haben. Ja. Wenn man keine hohen Ansprüche an sein Habitat und an den Brutplatz hat, dann hat man einfach super viele Möglichkeiten, auch ja, sich dann zu reproduzieren. Und wenn man dann auch nicht so anspruchsvoll ist, was Nahrung angeht oder auch nicht sonderlich störungsempfindlich ist. Oder also das mit der Prädation ist auf jeden Fall eine Sache. Der Buchfink, der brütet halt oben im Baum, kleiner Vogel, da ist es nicht so das Ding. Da haben vor allem die Bodenbrüter Probleme, ein ne? Riesiges Thema, wo wir uns auch auf dem Gut Hardegg sehr intensiv damit auseinandersetzen. Ne? Wie können wir Tierarten, die ihre Jungen auf dem Boden großziehen, vor eben ja, diesem hohen Prädationsdruck schützen? Und der Buchfink, der kann halt in jedem hier, der kann da draußen in dem Baum hier brüten, der kann bei euch im Garten im Baum brüten. Der brütet flächendeckend im Wald, ne, in Gärten, Parkanlagen. So, der hat einfach riesige Möglichkeiten, was das Habitat angeht. Und hat einen sehr coolen Gesang, wie ich finde. Na, das ist so eine abfallende Kaskade mit so einem Gezwitscher am Ende. Ja. Also mir hat mal irgendjemand gesagt, das hört sich an, als würde er Würzgebier sagen, aber ich finde, das stimmt nicht. Also könnt ihr für euch entscheiden. Ja, hier haben wir wieder ein Männchen. Ne? Es fällt auf, Finken, ne? Geschlechtsdimorphismus, also Männchen unterschiedlich gefärbt wie die Weibchen. Prachtvolles, buntes Gefieder. Hier dieser weiße Flügelstreif, blaugrauer Scheitel, weinrot und das Weibchen. Naja, auch schön, aber ne, so mal im direkten Vergleich, ja komm, die Männchen, die sind einfach ein bisschen poppiger, was das angeht. Ja, hier auch noch ein Allzeitklassiker, findet man auch in vielen Gärten, ja. Genau, das ist das Rotkehlchen. Von den Kehlchen gibt es auch noch so ein paar andere. Es gibt noch das Blaukehlchen. Und das Rubinkehlchen, so ein Rubinkehlchen, das ist eigentlich so eine Art, die im Norden von Russland brütet. War neu, also vor ein paar Jahren mal eins in den Niederlanden, meine ich, in einem Garten hinten drin gesessen. Und da sind die Ornithologen wirklich Schlange gestanden, um in diesen Garten gucken zu können, um dieses Rubinkehlchen zu fotografieren. Und die Haus- und Gartenbesitzer haben dann 20 Euro Eintritt oder sowas genommen und das dann auch wirtschaftlich vermarktet. Ne? Also ihr merkt, da ist richtig eine Industrie drum. Also vor allem in Großbritannien und in den USA hat das Birding, also die Vogelbeobachtung, einen ganz anderen Stellenwert. Da ist es für viele Menschen ein großes Hobby. Und das, was ich gerade beschrieben habe, ne, also so eine weite Strecke zu fahren, um eine gewisse Art zu sehen, das nennt sich Twitching. Ne? Also dass man zum Beispiel, ich habe Freunde, ist nicht ökologisch, ich finde es ein bisschen bescheuert,
Aber ne, wer es gerne haben will, die fahren dann mal 600 Kilometer mit dem Auto, um irgendwie einen Blutspecht, der hier bei euch tatsächlich eine relativ häufige Art ist. Also der Blutspecht so im Weinviertel hier beim Grafen Hardegg habe ich den auch schon gesehen. Also ist jetzt nicht super häufig, aber hier hat er halt noch sein verbrütend natürliches Verbreitungsgebiet. Aber in Deutschland, Erstnachweis für Deutschland, und waren alle so, oh, ein Blutspecht, und da müssen wir jetzt hinfahren. Ja, da gibt es, wie gesagt, einige Hardliner. Genau, aber hier nochmal zum Rotkehlchen. Denkt mal beim Gesang an die Amsel. Ja, hat auch so ein bisschen was Gerolltes, aber es wird so als silbrig perlend beschrieben, melancholisch. Also ich finde dieses Melancholische, das hört man gut raus. Also die Amsel, die ist so, die macht so gute Laune, aber das Rotkehlchen, das stimmt einen so ein bisschen nachdenklich. Genau, hier Männchen, Weibchen, gleich gefärbt, ne, mit dieser roten Kehle, grauem Obergefieder. Hier, den hier, kennt den jemand? Also ist dann schon, geht's eher in den unbekannteren Bereich rein. Habe ich hier vorhin, als ich zur Schule gegangen bin, hat da einer gesungen tatsächlich von. Und zwar ist das ist auch so ein bisschen brillant. Plui. Das ist ein Erlenzeisig. Sieht man nicht. Also ich meine, an Fütterung sieht man ihn auch immer mal wieder, aber ist so ein bisschen schwieriger zu beobachten als jetzt die anderen Vögel, die wir bis jetzt hatten. Die Männchen eben mit diesem, ja, mit dieser schwarzen Kopfplatte, so ein ganz cooles Gelb und ja, stark gestrichelt. Weibchen, na, wir kennen es, bisschen unauffälliger gefärbt. Hier mal zur Abwechslung was Größeres. Genau, ein Buntspecht. Der trommelt eben, aber ruft auch. Ne? Und der macht so pick. Hört man auch oft, wenn man durch den Wald geht. In der Regel weiß man es halt nur nicht, dass es ein Buntspecht ist, aber ihr wisst es jetzt. Also wenn ihr das nächste Mal durch den Wald geht und es pick macht. Buntspecht oder eben Blutspecht, der ruft ein bisschen anderes Pick, das sich sehr ähnlich anhört. Ja, also finde ich sehr schwer. Aber ihr könnt mal immer Buntspecht in den Raum stellen, das stimmt dann in der Regel schon. Außerdem, wer soll euch das Gegenteil beweisen? Ne, das ist ja mit der Ornithologie, da streitet man sich oft, ne? So bei den guten oder bei den sehr guten, da gibt es dann auch WhatsApp-Gruppen, wo Leute dann Bestimmungen reinstellen und da wird sich richtig, richtig gefetzt. Ne? Die streiten sich, da sind auch schon Freundschaften dran zerbrochen und wahrscheinlich auch Ehen oder ja so mehrjährige Fäden dann ja gestartet worden. Weil es gibt, ich habe ja vorhin so ein bisschen von den Twitchern erzählt, so es gibt Ornithologen, die ihre Fähigkeiten an der Anzahl an Arten, die sie schon mal gesehen haben, festmachen. Ja, und da gibt's in Deutschland gibt's den Club 300. Ne? 300 ist so eine 300 Arten ist so eine Schallmauer. Wenn man 300 Arten gesehen hat, schon ein gutes Ding. Also ich bin da noch nicht, aber ich bin halt wie gesagt auch niemand, der 600 Kilometer fährt, um sich irgendeinen Blutspecht anzuschauen. Genau, gibt's auch in Österreich. Und genau, wenn man was ganz Seltenes sieht, dann muss es doch eine Seltenheitskommission. Also da gibt es dann so Gremien an Hyperspezialornithologen, die dann dran sitzen und eben sich diese verschwommenen Fotos anschauen und sagen, ja, da sieht man jetzt hier dieses Band oder man sieht es eben nicht und das war jetzt ein Eleonorenfalke oder nicht. Und wenn da dann so bekannte, versierte Ornithologen sagen, ja, ich habe den Vogel gesehen und die anderen sagen, nein, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Da geht es dann teilweise schon ziemlich ab. Ja, aber nochmal weiter hier zum Buntspecht. Hier kann man Männchen und Weibchen ganz gut unterscheiden. Und zwar an diesem Nacken. Ne? Hier das Männchen
hat hier diesen roten Nacken und das Weibchen, na, es dreht jetzt den Kopf hier so ein bisschen blöd, aber das hat den eben nicht. Ganz kurz. Ja? Da kam jetzt eine Frage, ob der Mittelspecht ein Blutspecht ist oder wie kann man den Blutspecht erkennen? Na, der Mittelspecht ist kein Blutspecht. Also der Blutspecht ist die Schwesterart oder so, also wie bei Fitis und Zilpzalp, ne, das sind ja auch so Schwesterarten. Und der Blutspecht ist die Schwesterart vom Buntspecht. Und beim Mittelspecht ist es so, der, also man sieht, hier sieht man meine Maus. Also beim Mittelspecht, der hat hier diese Verbindung nicht, hat, hier, und hat einen deutlich dünneren Schnabel, nochmal anderes Rot und hat auch so rötliche Bauch und Flanken, die auch nochmal gestrichelt sind. Ein bisschen anderes Habitat hat er auch. Also die kommen im selben Habitat vor, aber Mittelspechte vor allem dann auch in Habitaten mit so viel grober Borke, also so alte Eichenwälder. Und der Mittelspecht, der trommelt nicht bis extrem selten. Ne? Also wenn man einen Trommel sieht, ist auch Buntspecht hat auch so ein bisschen eine andere Körperform. Also der ist so ein bisschen kleiner, plüschiger, gedrungener. Also der, ich finde, der Buntspecht, der ist so sehr, sehr kompakt und sleek. Und der Mittelspecht, der ist so, ja, also hat einfach ein bisschen so eine andere Ökologie und ein anderes Aussehen. Und beim Blutspecht, der hat so ein bisschen eine etwas andere Gesichts, ja, da sind diese Striche hier so ein bisschen anders im am Kopf und hier hinten hat er, glaube ich, auch nochmal ein bisschen höheren Weißanteil. Aber man hört es vor allem am Ruf. Ja. Aber so Buntspecht, Blutspecht, das ist was, da tue ich mir auch schwer. Also das ist dann schon sehr fortgeschritten. Mittelspecht, Buntspecht, das geht aber gut. Genau, und damit machen wir mal so einen kleinen Switch jetzt zum Frühjahr. Also ihr seht hier, da blüht alles. Das ist jetzt hier aufgenommen im Gut Hardegg. Also ich habe ja vorhin so ein bisschen schon mal gesagt, so Hecken sind ganz gut, ne, für Vögel. Und Hecke ist aber nicht gleich Hecke, also die haben sehr unterschiedliche Qualität. Es gibt Leute, ja, die haben total viele Hecken und dann stehen da 20 Bäume in einer Reihe, der Unterboden ist komplett offen und das Ding ist 2 Meter breit. Und das ist im Gut Hardegg ganz anders, weil hier seit Ewigkeiten ja wirklich auch Maßnahmenpakete zusammengelegt werden. Also da hat man jetzt beispielsweise hier hinter, können Sie euch vorstellen, da ist ein kleiner Bachlauf, also von der Pulka, die durchführt. Dann hat man beidseitig Hecken, wirklich teilweise 10 Meter breit, nochmal Blühstreifen davor, Wasserlöcher angelegt und die Hecken halt auch dann reich strukturiert in verschiedenen Höhenstufen, ne, mit verschiedenen Blühaspekten, Schlehdorn, Akazie. Also da geht richtig was ab in der Hecke und da kann man im Sommer einen von meinen Lieblingsvögeln hören, der auch ein Vogel, der sich auf dem Gut Hardegg so ein bisschen als Flaggschiffvogel eben herausgestellt hat. Ich zeige es euch mal. Das ist so ein Gurren. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Das ist so ein bisschen was, ob das also wirklich selten geworden ist, auf dem Gut Hardegg nicht selten ist. Aber es ist ein Gurren. Es ist ein Gurren. Welcher Vogel gurrt? Die Taube, genau. Genau, die Taube. Jetzt geht's nur um die Frage, welche Taube? Ja. Genau, es gibt Türkentauben. Mhm. Die Taube, die wir suchen, die ist ähnlich wie, also sieht ähnlich aus wie die Türkentaube, aber wird oft mit Romantik assoziiert. Die Turteltaube, genau. Bravo, gut. Sehr gut. Ja, hier, da seht ihr sie, 2 Turteltauben am Turteln. Sehr schön. Ja, also ich mach mal weiter, damit hier das nicht die ganze Zeit weiterläuft. Aber die sind ganz, ganz, ganz cool, auch toll gefiedert. Genau, und die brüten eben in diesen offenen Hecken- und Agrarlandschaften und sind sehr, sehr anspruchsvoll, was ihren Lebensraum angeht. Ne? Also die
ernähren sich viel von so Agrarsämereien, brauchen viel Wasser tatsächlich und halt so wirklich großräumig diese guten Hecken, also diese gut strukturierten Hecken. Und wie ihr seht, es sind auch Zugvögel. Ne? Also hier, die brüten so vor allem in Mitteleuropa, Nordafrika und wintern dann so in Mittelafrika. Ne? Was auch so seine Tücken mit sich bringt, so weit ziehen zu müssen, ne? Weil man dann natürlich über viele Landesgrenzen kommt und da dann auch viele Länder passiert, wo Menschen einfach gerne Turteltauben essen. Ich meine, ne, die waren in Österreich oder ich glaube, sie sind nicht mehr jagbar. Aber werden auch auf dem Zug viel bejagt, was auch dann wirklich in Höhe von Millionen von Brutpaaren passiert, die dabei halt verloren gehen. Und ihr seht hier diesen Einbruch, dramatischer Einbruch, großer Einbruch. Hier Deutschland -90%. Ne? Also in Deutschland eine Turteltaube. Ne, ich bin auch schon viele Jahre jetzt am Kartieren und das ist für mich, wenn ich meine Turteltaube sehe, so boah krass, eine Turteltaube, was macht die hier? Ja, und das war für mich sehr spannend, als ich dann das erste Mal ins Gut Hardegg zum Kartieren kam und die dann auf einmal überall waren. Also wir haben im Gut so 120 bis 130 Brutpaare in unglaublichen Dichten. Da ist alle paar hundert Meter eben in diesen Hecken ein Brutpaar drin und monitoren die jetzt seit wirklich einigen Jahren und haben dabei festgestellt, die Bestände sind konstant. Also die brechen dort nicht ein. Haben vor allem durch Lebensraumverluste massive Rückgänge erfahren, dann diese Trinkstellen fehlen und wie gesagt jährlich 1,4 bis 2,2 Millionen Individuen, die eben gejagt werden. Ja. So, dann nochmal kurz. Wir haben da übrigens ein Projekt, was wir gerne machen würden in Zukunft, ja, dass wir die Turteltauben besendern am Vogelzug, also die bei uns auf die Welt kommen, in Nestern, die wir finden, ja, würden wir sie gerne besendern und dann am Vogelzug begleiten nach Afrika hinunter und dann schauen, was mit unseren Turteltauben aus dem Weinviertel von Gut Hardegg passiert. Genau, ja. Wo die überwintern. Ja. Und ja, das wäre wirklich sehr spannend. Also so durch so Besenderungsprojekte, neue Sendertechnologien kann man ganz, ganz viele coole Dinge über die Tierarten rausfinden. Jetzt nochmal ein kurzes Thema, die Vogelfütterung. Ne? Also ihr habt es bestimmt alle, wenn ihr motivierte Eltern habt oder auch selber Spaß an der Vogelbeobachtung habt, habt ihr bestimmt gut gemerkt, ja, im Garten kann man das gut machen oder eben auch in der Agrarlandschaft. Und ich gebe mal so eine kleine Einführung, was es denn beim Vogelfüttern zu beachten gibt. Ja, also genau. Ja. Also ein bisschen, ne, was für Arten, verschiedene Arten brauchen verschiedenes Futter. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt Vögel, die Sämereien fressen, die Insekten fressen, die auch gerne so Fettfutter mögen. Also was kann man alles füttern? Körner, Samen, Haferflocken, Mehlwürmer, Obst, Gemüse, Fettfutter, ne, also das mögen sie möglichst viel variieren. Ja. Das kann man in der Regel einfach füttern. Ne? Also die Vögel, die, also wenn es aufgeweicht ist, dann schimmelt es auch schneller. Also das würde ich gar nicht so empfehlen. Genau, aber immer divers füttern, dass sie auch möglichst viele Mikronährstoffe eben kriegen und sich nicht nur von Hafer oder Weizen ernähren. Ne? Das lassen sie dann auch schnell mal liegen. Genau, hier die Qualität des Futters ist auch sehr wichtig. Ne? Also wie ist es zusammengesetzt, wie sind die Sämereien? Also da gibt es dann auch verschiedene qualitative Stufen. Es gibt Vogelfutter, das kostet gefühlt 1,50 für 2 Kilo. Das kann dann natürlich nichts Gescheites sein. Da bietet sich's dann an, eben auf hochwertiges Futter zuzugreifen. Mit dem Gut Hardegg haben wir da auch, also wurde ja dann auch ein eigenes tatsächlich entwickelt, was da auch viel ausgebracht wird.
Und dann eben auch, wo sind die Futterstellen platziert? Wir hatten vorhin auch Prädation ist ein Thema, also vielleicht schon dann in Deckung stellen, dass der Sperber jetzt nicht direkt dran kann, oder Hauskatzen auch ein ganz großes Problem. Da ist es dann eher so, dass die Futterstelle ein bisschen freistehend sein sollte, dass die Vögel die nahende Katze dann doch eher sehen. Also Hauskatzen sind ein ganz großer. Wer kennt die Vögel da übrigens? Das sind nämlich ganz tolle, die hier drauf sind. Links der große, du weißt das vielleicht, Gernbeißer, genau, ja. Und rechts der rote, der Gimpel. Ja. Die Deutschen sagen Dompfaff dazu, die Deutschen verwenden andere Wörter. Also Gimpel ist, da ist das Weibchen relativ unscheinbar vom Gimpel, ja, also nicht so schön rot, aber er ist natürlich mit seinem Rot ein Dominant, das sieht man in hohen Bäumen oft sitzen, sind Wintergäste hier, wenn es kalt ist, seht ihr die gut oben sitzen, und der Kernbeißer kommt auch nur, wenn es wirklich kalt ist. Genau, ja, also man sieht hier auch an den Futterstellen gibt es hohe Vogeldiversität, also kann man einige Arten sehen. Dann ist natürlich Krankheiten so ein Thema, ne? Die Vögel, die können sich da auch mal schnell anstecken. Dann gab auch so bei Meisen und Amseln viele Krankheiten, die in den letzten Jahren durchgegangen sind, also die regelmäßig säubern und vielleicht auch ein paar verschiedene Futterstellen aufstellen, damit sich die Vögel nicht ganz so stark konzentrieren, und überlegen, wann füttert man, ne? Also füttert man jetzt nur zu Notzeiten wirklich, oder macht man eine ganzjährige Fütterung? Ist auch so ein Thema, ne? Die Vögel gewöhnen sich da natürlich auch dran, und wenn die Futterstationen dann auch besuchen und wahrnehmen, auch dann zur Aufzucht von den Jungvögeln, und die dann auf einmal wegfällt, weil man sich denkt, jetzt habe ich doch keine Lust mehr, da sollte man sich Gedanken machen, ob man jetzt dann nicht doch ganzjährig durchfüttert oder saisonal, da gibt es so verschiedene verschiedene Ansätze, also im Gut Hardegg fahren wir aufgrund auch der landwirtschaftlichen Nutzung. Ne, da ist ja dann auf einmal das komplette Futter von den Feldern, was davor da war, dann eben weg nach der Ernte. Ein ganzjährigen Ansatz, der sich auch sehr gut ausgezahlt hat. Ja, also wie füttert man wann? Futtermenge, man kann die Vögel auch schnell überfüttern, oder es kann unerwünschte Tiere anziehen. Das ist dann auch schnell ein Problem. Ne, also im nochmal, um aufs Gut Hardegg zurückzukommen, da sind zum Beispiel die Nutrias, die dann immer bei den Futterschenken, das ist für die natürlichen McDonalds, die hocken da dann zu 20 teilweise dran und fressen den Mais und den Weizen eben weg. Genau, hier sieht man nochmal einen ganz kurzen Überblick, so ein Biotopmosaik, wie wir es eben haben, ne? Also mit Blühstreifen, Fütterungen, Lärchenfenstern, Habitatbäumen, Ackerbrachen, was es nicht so alles gibt, und eben auch speziell die Beetlebanks. Eine ganz tolle Entwicklung, ist so ein getunter Blühstreifen, der auf einem aufgepflügten Hügel ist, die sie sich sehr gut herausgestellt haben. Und ja, damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ich konnte euch ein bisschen was über die Vögel näher bringen. Super.